Zeit soll weiterkommen, Mensch. Das habe ich noch nie gesehen, doch. Komisch. Jetzt nähern wir uns schon langsam meinen neuen Kochplatzes. Haben wir da eine wunderschöne Stelle ausgesucht. Eine richtige Waldlichtung. Zwei Jäger standen in der Nähe, aber für ein kleines Kochduell müsste das reichen. Ja, wunderschöner Platz. Und über hier. Oder hier. Hier ist man wirklich komplett alleine. Mitten im Wald und eine so geile Waldlichtung. Ja, da kann man es aushalten. Überall Möglichkeiten, wo man ein Hobo draufstellen kann, wo man sich hinsetzen kann. Geil. Ja, haben wir einen neuen Kochplatz ausgesucht. So in meinem Hauswald. Und das ist so richtig Licht, eine richtige Waldlichtung mitten im Wald. Das schaut richtig geil aus. Also da werden wir mal einen Hubo anschmeißen mit der Deboe-Pfanne. Habe ich eh schon lange nicht mehr gemacht und habe da versprochen, dass es wieder weitergeht mit Outdoor-Kochen. Aber das ist ein geiler Platz. Also den werde ich vor allem in den frühen Morgenstunden. Ist das bestimmt ein hammergeiler Platz. Ja, ich bin jetzt schnell mit dem Hund gegangen, habe einfach bloß die GoPro mitgenommen, habe keine große Kamera dabei. Also Entschuldigung für die Aufnahmequalität, aber mir ging es in erster Linie mal einfach um einen geilen Kochplatz auszusuchen. Ich habe nächste Woche Urlaub, da müsste vielleicht schon irgendwas drin sein. Also schauen wir mal. Also danke fürs Mitgehen. Ja, was meint ihr? Also es wäre doch ein geiler Platz. Also hier die Waldlichtung. Weit und breit nichts zu sehen. Ja, für die war das auch was fertig, gell? Ja. Ja, passt. Jetzt gepunkt. Bis zum nächsten Video, Kochsession hier in dieser kleinen, geilen Waldlichtung. Bis dann, euer Helmut, die JANKER FILMSCHMIEDE.